Hallo ihr Lieben da draußen, heute zeige ich euch am Beispiel von Gold ein paar Bodypainting-Möglichkeiten und am Ende verrate ich euch meinen persönlichen Trick für eine perfekt wirkende Legierung. Als allererstes benutze ich mal Cake-Make-up, in diesem Fall von Kriolan, also Gold. Schön mit einem Schwämmchen, Wasser, nass machen. Zack, fertig. Ja, also das Ganze war jetzt eine riesige Matschepampe, um das überhaupt zu aktivieren, dass es halbwegs nach Gold aussieht. Ich finde das Ergebnis jetzt nicht wirklich schön. Es hat einen relativ großen Graustich und war, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu aktivieren, dass es überhaupt nicht absolut fleckig und dünnflüssig wurde, weil es mit dem Pinsel nicht ging. Würde es nicht empfehlen. Kommen wir zum flüssigen Aqua-Make-up, wie zum Beispiel hier Farbstark mit Gold. Dann nehme ich mir etwas davon, einfach voll gut schütteln, meinen Pinsel. Das Ganze sieht schon ein bisschen heller, freundlicher aus, ist mir persönlich aber ein bisschen zu gelb und glänzt mir auch noch nicht stark genug. Dann kommen wir jetzt zur Fettschminke, und zwar keine billige Fettschminke, sondern also wie Clownschminke, sondern eine hochwertige. Ich habe jetzt hier welche von Crimasse, bei Kriolan heißt die auch Supracolor. Nehmen wir meinen Gummischwamm und trage das Ganze mal auf. Da sie schwer abzubekommen ist und schwer aufzutragen, habe ich mir nur so einen kleinen Bereich gemacht. Wie ihr seht, ist die super schön metallisch, würde man jetzt sagen und sich denken, boah, perfekt, ja, das Problem der Fettschminke ist, die muss abgepudert werden. So, wenn ihr das Ganze abgepudert habt, dann ist das Ganze schon nicht mehr so schön glänzend und überzeugend. Dann gibt es noch eine Aquacreme-Schminke, und zwar ist das so ein Zwischending zwischen Fettschminke und Wasserschminke. Das nennt sich halt Aquacreme von Kerlin Cosmetics in diesem Fall. Habe ich auch ausprobiert. Sieht dann so aus. Man denkt sich, ja, vielleicht hat man es ja jetzt endlich, der Farbton ist jetzt nicht so ganz meins, aber es ist wieder ein Fettanteil drin und da muss man leider wieder abpudern. Und schon ist das Ganze wieder matt und sieht irgendwie eher aus wie braun. Nicht wirklich überzeugend. So, also was nun, wenn die ganzen Bodypainting-Sachen nicht funktionieren, was macht man dann? Jetzt kommt das Geheimnis, und zwar gibt es hier dieses Metallic Powder von Meron in diesem Fall. Wenn man das so nimmt und aufträgt, ist das schon sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön glänzt, sehr doll. Und da ich immer meine Haut vorher eincreme und das auch jedem empfehle mit einer fettfreien Creme, die also super in die Haut einzieht, ist mir das hier dabei aufgefallen. Also, ihr cremt euch eure Haut ein und tragt dieses Puder schnell rüber, bevor die Creme eingezogen ist. Dadurch wird das Ganze zu einer metallic-ähnlichen Legierung und sieht nachher aus wie richtiges Gold. Und das Schöne an dieser Sache ist, das ist ein wunderbarer Effekt und ihr müsst das nicht abpudern. Ihr könnt es einfach mit Fixierspray fixieren oder es einfach so lassen und dann bleibt dieser extrem geile Schimmer die ganze Zeit. Also ich finde, was Besseres als diesen Effekt kann man auf der Haut mit Metallic-Tönen gar nicht hinkriegen. Das gibt es auch in verschiedenen Farben. Und da kam ich halt einfach durch Zufall drauf, habe das Rad neu erfunden. So fühle ich mich. Ich bin stolz wie Bolle. Nein, aber ich freue mich einfach, das mit euch teilen zu können, weil ich hätte es gerne früher gewusst, als ich mal was in Gold gemacht habe. Ich hoffe also, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, ich freue mich drüber. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr das nicht schon getan habt.